Im heutigen Video stelle ich euch die App Rayman Jungle Run vor, kann für 2,69 Euro runtergeladen werden und ist im letzten Jahr, sprich 2012, zum Spiel des Jahres im iTunes Store gewählt worden. Ist ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen. Ich habe die geniale App jetzt vor kurzem entdeckt und möchte sie euch im heutigen Video vorstellen. Dann starten wir also gleich mal die App. Wie der Name schon verrät, das Ganze ist Jungle Run, sprich es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Ihr müsst also vom Anfang des Levels bis zum Ende kommen. Ich stelle das am Anfang erstmal ein bisschen leiser, dass ihr mich auch gut versteht. Und jetzt sind wir hier im Menü, sehen das Ganze so aufgebaut, dass wir in der Mitte direkt den Play-Button haben, wo wir ihn darauf drücken können, haben die Optionen, können in die Galerie, wenn wir ihn auftippen, uns einzelne Bilder anschauen, sehen die gesammelten Lumps. Und wenn wir hinauftippen, werden wir so weitergeleitet in den Browser und können uns diese Bilder dann auch nochmal detaillierter anschauen. Wir gehen jetzt wieder zurück in die App und man sieht, neue Bilder lassen sich dann freischalten, wenn man eine gewisse Anzahl an Lumps gekauft hat. Das Ganze geht noch deutlich weiter, also hat man da vorweg schon mal eine gewisse Langzeitmotivation, um auch Sachen freischalten zu können. Über den Erfolgen kann ich mir Erfolge anschauen, sprich Game Center, was man freischalten kann. Und wenn ich hier unten auf Helden tippe, kann ich mir diese weiteren Helden kaufen. Kostet dann aber allerdings was, ist auch nicht mit Lumps oder ähnlichem zu begleichen. Sondern wenn ich da hinauf tippe, momentan habe ich eine recht schlechte Internetverbindung, kostet das Ganze 89 Cent. Wir gehen jetzt aber ins Spiel hinein, indem wir auf Play tippen und sehen, dass das Ganze in diverse Welten unterteilt ist. Geht also los über ein Mischmasch, wo am Ende alles kombiniert wird und in den Welten davor lernt ihr immer eine Fähigkeit mehr. Am Anfang geht es ganz einfach los mit dem Springen. Wir sehen die verschiedenen Unterlevel. In jedem Level lassen sich bis zu 3 Rubine sammeln. Der rote ist das Beste, wenn man alle Lumps gesammelt hat. Und ansonsten gibt es noch blau und grün. Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal mit dem Level 7 hier an. Haben momentan jetzt nur die Fähigkeit zu springen, hier links. Sprich, wenn ich da auf den Bildschirm tippe, dann springe ich. Und ich denke, viele von euch, beziehungsweise die meisten, werden Rayman auch schon aus ihrer Kindheit kennen oder auch aus der jetzigen Jugend. Also ich erinnere mich noch dran, wie ich früher mit meinem Kumpel auf einem der ersten Windows-PCs, die er hatte, dieses Spiel rauf und runter gespielt haben. War auch ein Jump'n'Run damals und war vom Grundprinzip her recht ähnlich aufgebaut. Man hatte das natürlich jetzt ein bisschen hier angepasst an iOS. Ich muss sagen, finde ich sehr gut. Zum einen finde ich die Grafik wirklich genial gelungen, finde die Animationen richtig gut. Man sieht hier, ich schwinge durch Lianen, ist es das anfängliche Level, komme dann gleich ins Ziel. Bekomme am Ende dann meine Wertung. Wie gesagt, los geht's mit dem blauen. Das ist, wenn ich eine gewisse Anzahl Lumps sammle. Sammle ich mehr, bekomme ich den grünen. Und wenn ich alle sammle, bekomme ich den roten. Und wenn man dann in dem jeweiligen Levelpaket Minimum 5 Stück sammelt, schaltet man hier noch ein Zusatzlevel frei. Was ich in diesem Spiel auch super hervorheben muss, ist wirklich die Musik. Deswegen mache ich dies auch etwas lauter und ich bin mal einen Moment leise und spiele einfach nur ein Level, damit ihr das Ganze genießen könnt. Und dazu würde ich sagen, gehen wir auch gleich in ein nächstes Welt, wo wir jetzt auch fliegen können und wählen jetzt einfach mal ein Level aus und haben jetzt die Fliegefunktion, sprich wenn wir auf den Hüpfbutton in die Luft hüpfen, fliegen. Und jetzt bin ich mal leise und ihr dürft ein Level einfach nur genießen. Also ihr seht, ich finde das Spiel, ich muss sagen, ich bin wirklich einfach begeistert, meiner Meinung nach zu Recht, zum Spiel des Jahres 2012 gewählt worden. Die Animationen sind klasse, die Musik macht einfach gute Laune und macht Spaß zum Spielen. Und für mich ist es momentan wirklich das perfekte Spiel für zwischendurch. Ihr könnt schnell mal ein Level reinschieben, könnt da ein bisschen spielen. Und auch wenn ihr dann keine Zeit mehr habt, könnt ihr natürlich einfach wieder aufhören. Hat natürlich dann zwar ein gewisses Suchtpotenzial, sodass man sagt, man möchte nicht so schnell aufhören. Aber für zwischendurch einfach perfekt geeignet. Und ihr seht, die Welten werden immer weiter kombiniert. Es wird ein Mauerlauf hinzugefügt. Am Ende könnt ihr auch noch schlagen. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch ein Mischmasch-Level, in dem wir alle Fähigkeiten miteinander verbinden. Sprich, hier kann ich springen, kann über die rechte Taste schlagen,
Ihr seht schon, wenn ich fliegen will, bleibe ich auf der Hüpfen-Taste drauf, wenn ich in der Luft bin. Dann kann ich fliegen und so probieren, möglichst viele Lumps einzusammeln. Über die Schlagenfunktion führe ich so einen Drehschlag aus, indem ich dann, wenn ich diese Pflanzen auslöse, die aktivieren kann und dann beispielsweise neue Objekte freischalte im Level, sodass ich an Gegenstände komme, an die ich sonst nicht kommen würde. Und ich muss also wirklich sagen, so eine nett gemachte App habe ich schon lange nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die es bei mir genau im Jahr 2012 vorbeigegangen ist. Aber es ist passiert und ich bin froh, dass ich sie jetzt im Nachhinein noch entdeckt habe. Weil ich muss sagen, ich bin von dieser App wirklich hin und weg. Also es kommen einfach Kindheitserinnerungen hoch, wo man eben gerne früher mit seinen Freunden Rayman gespielt hat. Kann es hier auch wieder wunderbar. In diesem Fall zwar alleine, Multiplayer gibt es nicht, aber finde ich auch nicht notwendig. Sodass man wirklich einfach für zwischendurch meiner Meinung nach die perfekte App hat. Ja, so viel zu Rayman. Ich kann euch die App wirklich nur wärmstens empfehlen, ist universal einsetzbar. Läuft also auf iPad und auf iPhone oder auch iPod. 2,69 Euro kostet der Spaß. Meiner Meinung nach auf alle Fälle wert, also da könnt ihr wirklich wenig falsch machen. Rayman Jungle Run, ladet euch die App auf alle Fälle runter. Wir können uns ja dann gegeneinander messen im Game Center, wer die besseren Erfolge hat. Blendet euch natürlich auch gleich noch meinen Game Center Namen ein, sodass ihr mich adden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und euer Abo freuen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao!